KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. So. Alle noch etwas müde, die waren gestern lange im Kino hier. Nee, und danach noch lange auf Live-Formel 1. Die Dame und der Herr. Wie, was war denn da? Also Indianapolis, aber das ist doch abends, oder? Es ist Austin und es ist 23 Uhr war Qualifying. Hm, okay. Wann ist denn heute das Rennen? Ist das nicht irgendwie normal? Um 21 Uhr. Ah, das geht ja noch. Das geht ja noch. Das kann man gucken. Ja. Jawohl, aber ihr wart ja auch im Kino, aber wir waren natürlich auch letzte Woche in der Sneak Preview in den Innenstadtkinos in Stuttgart im Gloria und haben dort den Film gesehen Sleep Macho, nee, Cry Macho mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, der nach The Mule immer noch nicht in Rente gehen will, nachdem ja The Mule schon ein etwas langsamer, erzählterer Film war, ja. Was aber irgendwie dazu ein bisschen gepasst hat, zu der Art und Weise, geht es hier um einen ehemaligen Rodeo-Reiter, der wohl sehr erfolgreich war im Rodeo-Sport, aber dann durch eine Verletzung und durch ein persönliches Unglück ausgeschieden ist aus dem Rodeo-Sport, aber immer noch von seinem, ja, wie nennt sich das, Rennstallbesitzer, ne? Oder wie nennt man das so, von dem Typ, der da die Rodeos organisiert hat und dem die Pferde gehört haben, immer noch so ein bisschen, ja, unterstützt wird, weil natürlich jetzt auch kein Geld mehr verdienen. In den USA wissen wir ja, wie das aussieht mit Altersvorsorge und so. Und der kommt eines Tages auf ihn zu und sagt, hey, ich habe in Mexiko einen Sohn, der ist hervorgegangen aus so einer, ja, kurzen Liebschaft mit so einer Mexikanerin und ja, ich möchte ihn jetzt gerne auf meine alten Tage mal hierher holen, damit er das auch mal sieht und vielleicht auch mit dem ein bisschen connecten und so weiter, ne? Und der hat Clint Eastwood, der heißt hier im Film Mike Milo, den hat er auch so ein bisschen ja in der Hand, weil der schuldet ihm was. Und so macht sich dann Clint Eastwood auf den Weg nach Texas, nach Mexiko von Texas aus und will dort den Jungen finden, was man, ja, wer so ein bisschen Mexiko kennt oder vielleicht auch andere Filme, so Sicario oder sowas, wo man sich denkt, wie will der das anstellen? Aber er hat ein Foto und er findet ihn sofort. Das ist irgendwie sehr komisch. Also, aber da hängt noch ein bisschen mehr mit dran. Da kommt noch ein bisschen Gepäck mit, weil der Junge, also die Mutter von dem Jungen, die, ja, die hat den Jungen irgendwie gefühlt schon länger aufgegeben, hat sich auch nie so richtig um den gekümmert und war auch insgesamt irgendwie eine schlechte Mutter und hatte irgendwie viele Beziehungen und der Junge hat darunter leiden müssen. Und ja, der Junge ist dann irgendwie auf der Straße lieber, als er zu Hause bei seiner Mutter ist und verdient sich da irgendwie so ein bisschen Geld mit irgendwelchen Hahnenkämpfen und den will er da eben mitnehmen, mit seinem Auto wieder über die Grenze und zurückbringen, aber ja, das klappt alles nicht so, weil die Mutter hetzt dann auch die Polizei denen auf dem Hals und ja, was alles irgendwie relativ spannend klingt, ist alles sehr unspannend. Also man hätte das wahrscheinlich alles besser machen können, wenn man sich so die Geschichte anhört und ein bisschen vergegenwärtigt, aber ja, letzten Endes müssen sie dann auf Nebenstraßen ausweichen, kommen in so eine kleine Ortschaft, wo sie erstmal keiner kennt halt und sie kommen da erstmal ein bisschen unter und da ist auch so ein, ja, Gestütbesitzer, der hat ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Mustangs, die er gefangen hat, aber nicht so richtig gezähmt bekommt. Und da kann er natürlich der Mike Milo mit seiner Erfahrung in dem Bereich irgendwie ein bisschen helfen. Und er bringt das auch dem Jungen bei. Und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann kommt dann natürlich auch die lokale Polizei dem auf die Spur. Und dann kommt auch der den auf den Fersen ist und Clint Eastwood freundet sich mit dem Jungen ein bisschen an und ach, ist irgendwie alles so, es plätschert so dahin die ganze Zeit und hat wenig Höhen und Tiefen. Es gab zwar mal ein paar ganz nette Szenen, sogar mal ein paar kleine Schmunzler, aber konnte so richtig den Film nicht aus der Mittelmäßigkeit rausretten. Ich glaube, das seht ihr genauso, oder? Leider ja. Ja. Ich meine, die Rentensituation in den USA ist prekär.
Aber Clint Eastwood sollte einfach irgendwie anders sein Geld verdienen mittlerweile, finde ich. Oder andere Leute fördern vielleicht, dass er nicht mehr unbedingt selber mitspielt. Oder? Ja, also es ist, man muss wirklich festhalten, Clint Eastwood ist fucking alt geworden. Also so richtig, richtig alt. Also nicht nur alt, sondern so richtig alt. Also man sieht schon, nach meiner Gusto sieht man eigentlich nur noch, der Schädel besteht eigentlich nur noch aus übergezogener Haut, also da ist nicht mehr arg viel drunter. Und er hat teilweise auch einen extrem leeren Blick, ob das jetzt gut gespielt war oder ob das der Tatsache entspricht, das haben wir dahingestellt. Ich hatte allerdings während des gesamten Films, quasi von der ersten Minute an, hatte ich Angst, dass Clint Eastwood das Ende des Films eigentlich gar nicht übersteht, weil er einfach einschläft und selig vor sich hinwuselt und that's it. Und diese Angst hat mich den ganzen Film über begleitet, bis er dann auf einem Rodeo-Pferd saß und da einen etwas runtergerissen hat, wo du denkst, Digga, ist klar. Und das fand ich dann teilweise so vollkommen abstrus. Also da ist ein 14-jähriger Junge und ein 130-jähriger alter Mann, alter gebrechlicher Mann. Und ja... Ich bin mit den Charakteren nicht warm geworden, weil ich fand die nicht gut dargestellt. Er hat da ein bisschen die Tiefe gefehlt bei den Charakteren, ganz prinzipiell. Und das war, dann war es schon extrem schwer, da vollends reinzukommen in diese Welt, in der sich da Clint Eastwood auch bewegt hat. Und hat mich leider von vorne bis hinten nicht so ganz abgeholt. Für mich war es dann wirklich mehr eine Qual und eben die Sorge, dass Clint Eastwood einfach einschläft und nicht mal aufwacht. Und du sagst, ja okay, war die letzte Reise eines alten Mannes. Schade für ihn. Tut mir leid, ist halt jetzt so wie es ist, der Arme. Und wenn das die Richtung ist, in der sich Clint Eastwood bewegt, weiß ich nicht, ob er noch weiter Filme machen sollte. Und das klingt jetzt brutalst hart, das weiß ich auch, aber es ist so einfach das, was der Film bei mir hinterlassen hat am Ende des Tages. Und es ist schade, weil ein großartiger Schauspieler, der ganz arg viele Sachen schon gemacht hat, ganz arg viele Filme gemacht hat. Nur der Film jetzt war für mich so ein bisschen über dem Zenit. Ja, schon lange irgendwie. Was ich ja noch vergessen habe. Nicht mal so lange. Wenn ich an The Mule denke, der war großartig. Der war großartig. Ich konnte leider auch während des Films nicht so die Person Clint Eastwood jetzt von der Rolle jetzt gerade trennen, weil wenn man sieht, wie der sich so äußert über Mexikaner, und der ist ja wirklich einer der ganz harten Verfechter von der rechten Richtung da in Amerika und so. Und dann bringt er auch diesen Bias mit in diesen Film ein, ja, diesen latenten Hass auf Mexikaner, den er ja immer wieder äußert. Und das merkst du halt hier auch. Irgendwie sind die Mexikaner alle Verbrecher oder leben auf der Straße oder sind Nutten oder sowas, weißt du. Und das ist irgendwie, fand ich dann auch in der Nachbetrachtung sehr, sehr zweifelhaft, da den Film. Und was auch genervt hat, weil der Junge hat ja, das habe ich gar nicht erzählt, der Junge hat seinen Kampfhahn, wie sein Haustier, den hat er mitgenommen, und der war die ganze Zeit mit auf der Reise, und der Hahn, der ist einfach nur da, damit er am Schluss mal eine Szene hat. Dafür wird er den ganzen Film durch mitgeschleppt und nervt einfach die ganze Zeit. Dieser blöde Hahn, ey, der sitzt am Tisch mit, wenn die essen, der ist überall, dieser blöde Hahn, das hat mich so genervt. Jetzt kommt der Papa durch, nimm den scheiß Hahn vom Tisch. Nein, das kannst du nicht in Lebensmittel ausgegeben werden, kannst du nicht so ein Tier mit reinbringen. Darfst du ja teilweise noch nicht mal Hunde mit reinnehmen. Es ist doch aber Mexiko. Ja. Mexiko, mi amor. Da geht doch alles. Da geht alles, kannst du ja ein Pferd mit reinnehmen. Das sind doch Wilde dort. Ja, genau. Nein, gut. Ja, also schwierig. Schwierig. Fand ich. Seht ihr das ähnlich? Kate sagt gleich mal gar nichts. Ach ne, doch jetzt. Ach doch, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch gedacht, wenn der sich bewegt, der kriegt doch gleich um und stirbt. Also, das weiß auch nicht. Also, was in The Mule noch irgendwie charmant war, weil er halt auch viel Auto gefahren ist und man das ja dann nicht so gemerkt hat, ist einfach, dass der hat halt einfach keine Bewegungskoordination mehr. Der ist einfach alt, und ich kann es ja verstehen, dass er nicht aufhören will und vielleicht auch nicht finanziell, vielleicht auch nicht kann, wer weiß ja.
weiß man ja nicht, wie der sein Geld angelegt hat oder so. Aber trotzdem, dann, wie der Chris schon gesagt hat, dann soll er sich einfach Dingen zuwenden wie Förderung und was er gelernt hat, anderen weitergeben und nicht irgendwelche Filme produzieren, wo er durch die Gegend laufen muss und man das Gefühl hat, Gott, der Mann braucht einen Rollstuhl. Und Naja, er ist ja viel Auto gefahren. in dem Mule, ja, aber in dem Ja, ist er da schon jetzt auch. relativ viel rumgelaufen in der Stadt mit seinem Love Interest und so. Das fand ich auch total Banane. Aber nein, also was, wie gesagt, der Mule war, fand ich noch charmant, aber den fand ich jetzt einfach nur blöd. Auch die Story, das war so, du musst für mich nach Mexiko fahren, meinen Sohn holen. Okay. Nein, mache Warum? ich nicht. Dein Wort galt mal was. Okay, ich mach's. Ja, Ja, das ist so, was soll denn das? Weißt du, ich meine, Das war so ein der Dialog fragt aus es der nicht, der Hölle. macht es halt, ja, okay. Und dann auch die Hinreise war so relativ kurz gehalten, diese Autofahrt. Und zurückfahren die gefühlt stundenlang durch die Wüste, bis sie in irgendeiner Grenze ankommen. Wo ich mir auch denke, Ja, zum ganz habe ich kleinen irgendwo komischen unterwegs was Grenzposten da, ne? verpasst? Das war ja auch. Ja, und er musste ja dann auch also mussten ja dann auch übernachten. Und ich hab das nicht ganz verstanden. Also dass es weitläufig ist, ist mir schon klar, aber irgendwie, ich finde, für mich hat die ganze Story keinen Sinn ergeben. Warum macht Sie er war halt das? komplett Also warum? oberflächlich. Es war Ja, halt wirklich irgendwie komplett schon. oberflächlich. Und wenn ich dran denke, wir haben da gleich noch einen anderen Film heute im Angebot, wo es in ganz andere Richtung geht. Aber wo ich da gerne nochmal drauf zurückkomme, auch was Charaktere zeichnen angeht. Aber ich fand halt wirklich ganz schlimm oberflächlich einfach nur die Charaktere behandelt. Und zwar von den beiden Hauptcharakteren bis über die Background-Story, bis alles. Das war einfach nur so, ich will nicht sagen lieblos dahingerotzt, aber es war mehr in die Richtung, ich glaube, Clint Eastwood ist beim Schreiben des Drehbuchs einfach teilweise eingeschlafen und wusste nicht mehr, wo er war. Das ist jetzt echt gemein. Die Älteren unter euch, also ab Eriks Alter aufwärts, sie mögen mir das verzeihen. Hab gerade noch gelesen, das Buch basiert auf einem Roman von 1975 und es gab diverse Fehlversuche, das auf die Leinwand zu bringen. Unter anderem mit Roy Verständlich. Scheider, wer kennt ihn nicht, aus Fliegende Auge zum Beispiel. Oder der Typ, der bei den Weißen Hai da das Fleisch da ins Wasser wirft, wo dann der Hai auf einmal kommt. Ne? Ja, und Arnold Schwarzenegger hatte sich auch schon mal dafür interessiert, das zu spielen, aber alle haben aufgegeben. Clint Eastwood hat es dann gemacht, ja, mal sehen. Wenn das sein letzter Film war, vielleicht, also er wirkt ja zumindest so, als geht da nicht mehr viel, filmmäßig zumindest. Mal schauen. Aber ich weiß auch nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat mit so einem Film. Ich weiß halt nicht, vielleicht würde in einer anderen Rolle, was tatsächlich einfach mal einen wirklichen alten Mann spielen, der nicht richtig laufen kann. Also wirklich, oder der sogar im Rollstuhl sitzt oder so. Also der Uropa von irgendeinem Kind spielen oder so. Dann nimmt man ihm das wenigstens ab, aber ich nehme ihm doch diesen gealterten Rodeo-Clown nicht ab. Ja, der da, und dann, der läuft, der kann kaum laufen und dann. Ich reite jetzt dieses Pferd zu und hopf da drauf und du siehst natürlich sofort, okay, Doppelaufnahmen, Kopf wird kaum noch gezeigt, wenn dann nur von hinten. Und ich hab's ihm nicht abgenommen und das würde kein anderer ihm abnehmen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Herr in dem Alter das wirklich machen würde. Also, dass er noch reitet, okay, aber doch nicht so, wie in dieser Szene dargestellt. Also das kann ich mir doch nicht erzählen. Und ich Tja. vielleicht sollte einfach Rollen annehmen, die auch seinem Alter entsprechen. Ich glaube, der nimmt keine Rollen Hat er doch. an, sondern der produziert und führt ja Regie selber. Er macht sich ja die Rollen. Er macht sich die Welt, Ja. wie sie ihm gefällt. Wie. Ja. Lass uns mal noch ein Wort über die Synchronisation verlieren. Clint Eastwood hat hier nicht seine, in Anführungszeichen, Original-Synchronstimme, das auch ein bisschen weird ist, sich da erstmal reinzuhören. Und ganz, ganz furchtbar, ja, das war nicht der Junge, das war nicht ganz seltsam Naja. synchronisiert. Krieg das gar nicht hin, Oh ey. ja, das. Heieiei, das war ja unerträglich zeitweise. Und der hat ja gelabert wie ein Wasserfall. Oh. Heieiei. Ja, Naja. das war, Echt das schlecht ist genau, gewesen. also wie ich ja gerade schon auch meinte mit Dialoge aus der Hölle,
das kommt dann auch noch hinzu, die Synchronisation aus der Hölle teilweise. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, um der J des Himmels willen, was haben die da gemacht? Sondern einfach, es war, ja, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sich irgendwie, dass das noch nachgesprochen wird, während der Charakter schon schweigt. Meinst du, wie im polnischen Fernsehen, wo da einer so alle Rollen liest, so verteilt? Ja. Ja, das hätte auch noch gefehlt. Ja, aber ich muss immer sagen, bei aller Kritik, alles besser als Titan. Ja, also dieser Film, der hat mich ja nachhaltig traumatisiert hier, dieser furchtbare Film. Ne? Film des Jahres habe ich gelesen. Bei mir nicht. Definitiv. Doch, du hast da irgendwas geschickt. Bei mir nicht. Ja, aber in diversen Feuilletons natürlich, die Herren und Damen mit ihren Rollkragenpullover und einem Pfeife im Mund und Ohrensessel, denen gefällt das bestimmt, sowas Abgefahrenes. Aber ja, ich weiß nicht, ich konnte damit nichts. Na egal, jetzt sind wir hier bei Cry Macho. Zumindest lag man ja vom Tipp her richtig. Zumindest der getippt hatte. Das war ich ja diesmal nicht. Ich habe mich aber ja mit dran gehängt und gesagt, okay, den unterstütze ich, den Tipp. Und geben wir erstmal Punkte. Die Kate gibt gar nichts. Chris, was gibst du? Ich habe nichts eingetragen, gell? 3 von 10, weil ich ihn wirklich verdammt langweilig und unlogisch und fand. Und dadurch, dass dann die Sorge, dass Clint Eastwood den Film nicht überlebt, im Vordergrund stand, kann ich dem Ganzen nichts mehr Positives abgewinnen. Deswegen von mir leider nur 3 von 10 Punkten. Ja, ich gebe 5 Punkte, weil es war für mich so der typische Durchschnittsfilm, der einfach, den wäre ich wahrscheinlich, oder ich musste mich jetzt schon mal reinlesen vor der Sendung heute, worum es da jetzt eigentlich nun genau ging, weil den habe ich schon wieder fast vergessen. Das ist so ein Film, weder gut noch schlecht. Titan wäre ich wohl noch ewig leider im Gedächtnis behalten und irgendwelche Top-Filme auch, aber so dieses Mittelfeld, boah, guckst du einmal an, hast vergessen. Und so wird es mir bei dem gehen und ja, kein Ausschlag nach oben oder unten, splätscherte so dahin. Und Kate, jetzt sehe ich was. Ja, ich habe geguckt, was ich bei Facebook in unserer Gruppe gegeben habe und ich gebe ihm auch 3 Punkte, weil er einfach nicht gut genug war. Ja, apropos Facebook-Gruppe, könnt ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Gloria Sneak Stuttgart heißt die mittlerweile, nicht mehr Metropol Sneak, aber wenn ihr vorher Mitglied wart, seid ihr jetzt automatisch rübergewandert, könnt ihr immer die Tipps lesen und die, ja, die Votings sehen, die Abstimmung zu dem Film, den wir in der Sneak hatten. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal nachschauen wollt, bevor ihr in irgendeinen Film geht, gucken, vielleicht haben wir den schon gesehen und bewertet. Und ja, da steht auch immer der Tipp für die nächste Sneak. Wie lautet denn der? Die wichtigste Nebensache der Welt. Und ist da schon was eingegangen? Genau, ein Tipp von dir. Der heißt Krass Klassenfahrt. Was ist da los? Ja. Krass. Nur ein Tipp. Krass Klassenfahrt. Zungenbrecher. Vielleicht sollte man drüber mal nachdenken, was für die Menschen oder für wen was das Wichtigste, die wichtigste Nebensache der Welt ist. So, jetzt pass mal auf. Ich habe nämlich, das war nämlich genau mein Gedanke. Und da ich ja weiß, aus welcher Richtung ungefähr diese Tipps kommen, habe ich mir gedacht, es könnte ja von einem Lehrer gewesen sein, der Tipp, der sagt, na, eigentlich ist ja Schule die wichtigste Nebensache der Welt. Aha, du verstehst meine Intention hier. Schule ist komplett unwichtig. Weil so, in dieser Form, wie wir aktuell Schule haben, ist Schule komplett unwichtig. Ich habe gedacht, es wäre natürlich zu einfach, jetzt hier irgend so ein Sexklamotte da rauszusuchen hier. So von wegen schönste Nebensache der Welt, ne? Aber na, ich habe ein bisschen um die Ecke gedacht und es hat ja keinen anderen, einen besseren Tipp oder einen anderen Tipp geliefert. Also mal schauen, ob da bis morgen noch was eingeht. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Und ihr habt im Heimkino, sehe ich hier, einen Film gesehen, der eigentlich im Kino läuft. Aber das hat mich eingetragen. Oh mein Gott. Junge, der Ewig ist aber auch ein Fuchs, der es gemerkt hat. Aber ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da sagt. Das war ja relativ on short notice, dass ihr da reingestürmt seid. Ihr habt wahrscheinlich gestern geguckt, im Fernsehen kommt nichts. Oh, gehen wir ins Kino. Oder? War's so? Genau, so in etwa. Ja. Netflix schon durchgeschaut. Disney Plus kommt nichts. Ich hab den Abspann von Netflix, haben wir gesehen, ja. Ja, wir waren gestern im Kino und haben uns Venom 2 Let There Be Carnage angeschaut. Und die Kate stellt ihn euch jetzt vor. Nein, Spaß. Okay. Ja, okay, dann mach.
Nee, mach ruhig. Genau, Teil 2 von Venom. Etwas so ein bisschen wie ein Überraschungserfolg vor 3 Jahren. Mit nicht Ed, sondern mit Tom Hardy in der Hauptrolle wieder. Als Eddie Brock, der eben von mit Venom zusammen in der Symbiose lebt. Und die Geschichte wird jetzt konsequent weitererzählt. Wie es eben so ist, der Alltag mit Mensch und Symbiont, wie der sich darstellt und wie das abläuft und mit allen seinen Schwierigkeiten, weil halt Venom möchte unbedingt wieder mal Menschen essen, weil er braucht Gehirne, Brains und alles, was er bekommt, ist entweder Schokolade oder Hühner und er will keine Hühner mehr. Und wie es eben so typisch für so eine Fortsetzungsgeschichte ist. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, am Reißbrett, so heißt es richtig, erstellte Geschichte. Wie würde die aufgebaut sein? Heißt, okay, im ersten Teil haben sie zusammengefunden, sind voll cool, dann holt sie der Alltag ein, wie in jeder Beziehung auch, und was passiert dann? Okay, man entfremdet sich, man geht sich gegenseitig auf den Sack, man sieht nicht den Nutzen vom anderen mehr und. Und genau das passiert auch in diesem Fall. Das heißt, Venom verlässt Eddie und weil es nach einem Streit und zieht quasi in andere Körper weiter und einmal quer durch New York. Ist es New York? Ich glaube, einmal quer durch New York durch. Nee, San Francisco. SFPD San Francisco. Stand dran. Ja, okay, dann ist San Francisco. Ja. Und sucht sich dort halt neue Wirte, die allerdings teilweise nicht so lange aushalten. Dazu kommt dann eben der Bösewicht, in dem Fall Carnage. Also Carnage ist auch ein Symbiont. Und der entsteht eigentlich erst gar nicht so richtig, weil es kam ja schon am Ende von Teil 1 mit Woody Harrelson und Cletus Cassidy, also Cletus Cassidy, gespielt von Woody Harrelson, der ein Serienkiller ist, der von Kind auf schon Probleme gemacht hat, seine Oma und seine Mutter getötet hat und bliblablub alles. Und der soll eigentlich hingerichtet werden, nur irgendwie dann doch nicht, weil er begnadigt wird. Und dann gibt er Eddie Brock ein Interview, weil er sagt, boah, der kann meine Geschichte erzählen, weil der ist wie ich. Mit schwierigen Familienverhältnissen und. Und da die Karriere von Eddie Brock eh wieder mal stagniert, also auch das wieder so typische Fortsetzungsgeschichte einfach, geht er natürlich dahin und schreibt einen Artikel und findet dank Venom, da wohnt Venom noch bei ihm, findet da einiges raus, was dann auch die Ermittlungsarbeiten weiter vorantreibt und im Endeffekt dafür sorgt, dass man sagt, ja, okay, wir richten den Kerl doch hin. Und es kommt eben dann zum großen Showdown, kurz vor der Hinrichtung, besucht nämlich Eddie Brock ihn nochmal und dann passiert etwas Folgenschweres. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Nein, nicht verraten. Okay. Okay, dann ich verrate es nicht, ich sag mal nur, dass tatsächlich ein Teil von Venom bei Cletus Cassidy landet. Und sich daraus ein anderer Symbiont entwickelt, in dem Fall Carnage, ein roter. Und ich betone das extra wegen einer sehr schönen Szene im Film, die ich jetzt auch nicht spoilern werde. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist ein roter. Und es kommt dann eben, wie es kommen muss. Venom ist weg, Carnage übernimmt quasi die Kontrolle, dann befreien sie noch die große Liebe von Cletus Cassidy, deren Name mir gerade wieder komplett entfallen ist. Auf jeden Fall spielt Naomi Harris. Frances Barris. Also man kennt sie aus Fluch der Karibik-Filmen oder James-Bond-Filme. Da spielt sie überall mit. Die Naomi Harris. Calypso heißt sie, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Nee, Calypso heißt sie bei Dingsen, bei Pirates of the Caribbean. Jetzt bin ich langsam, oh Gott, jetzt bin ich langsam komplett durch. Also, und Problem bei ihr ist, Shriek. Und Shriek kennt eben Cassidy schon von Kindheitsbeinen. Die haben sich auch verliebt dann in ihrer Anstalt, wo sie beide waren. Weil die waren beide in dieser Anstalt für nicht gewollte Kinder. Und
eigentlich sollte sie tot sein, aber auch nicht. Und Shriek hat ihren Namen daher, dass sie ziemlich hochfrequentiert schreien kann. Sie ist also auch so ein typischer Mutant aus, könnte bei den X-Men also auch dabei sein. Und das Problem an der Sache ist natürlich, wenn man sich mit Venom ein wenig auskennt, welche beiden Sachen sind nichts für den Symbionten? Diese hohen Frequenzen, ne? Vom Schreien. Genau. Und Feuer. Feuer und die hohen Frequenzen, genau. Damit kann er überhaupt nicht umgehen. Und das verträgt sich natürlich eher schlecht, wenn du selber so einen Symbiont in dir hast, der immer rauskommt und deine Verlobte dann die ganze Zeit rumkreischt. Das verträgt sich ein wenig schlecht. Und das wird sehr, sehr schön auch dargestellt in dem Film. Was mich teilweise überrascht hat, aber auch der anderen Seite auch extrem gefreut hat. Weil jetzt sind wir nämlich schon bei den... Also das war so in etwa die Geschichte. Klar, es kommt zum Showdown. Wer wie was überhaupt? Michelle Williams spielt auch noch mit. Aber wer wie was, warum? Das würde tatsächlich schon zu viel verraten. Was allerdings nicht so viel verraten ist, der Film hat 97 Minuten und hat ein richtig angenehmes Tempo drauf. Weil Venom hält sich nicht lang auf mit dem Geschichten erzählen. Also das alles, was ich jetzt erzählt habe, passiert alles innerhalb der ersten 20 Minuten, halben Stunde. Na, halbe Stunde. Ungefähr erste halbe Stunde. Stunde, 45 Minuten, ja, so. Und daran erkennt man schon, okay, hat ganz schön Drive, der Film, aber jetzt eben nicht so dieses, ja, wir hauen eins nach dem anderen durch, sondern angenehm. Und er lässt einfach unwichtige Fakten und unwichtige Sachen, lässt er einfach weg. Das ist zum einen ganz arg schön, zum anderen ist es ein bisschen schade, weil Director Andy Serkis bestimmt noch eine XXL-Fassung rausbringen wird, auf die man sich jetzt schon freut, auf so einen Director's Cut. Auf den kann man sich auf jeden Fall freuen, weil, wie gesagt, Venom haut das ein Stück weit durch, hat dadurch ein ganz angenehmes Tempo und macht trotzdem richtig Laune. Also es ist jetzt nicht so dieses, okay, ja, wir quälen uns jetzt hier noch 20 Minuten durch eine Szene, wo Captain America rumsteht und auf sein Schild starrt und irgendwie kurz guckt oder sowas, sondern es ist nicht pam, 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 Action-Szene an Action-Szene an Action-Szene, sondern einfach, ja, was können wir weglassen? Okay, dann lassen wir das auch weg, dann bringt es uns auch in der Story nicht weiter. Und das fand ich sehr cool und die schaffen es auch, innerhalb dieser extrem kurzen Zeit etwas zu machen, was Clint Eastwood nicht geschafft hat in seinem Film. Jetzt bin ich nämlich genau an dem Punkt. Sie schaffen es nämlich, dass Cletus Cassidy, sein Charakter, du weißt ganz genau, okay, der hat eine richtige Macke. Und das machen die mit 3-4 Sachen und dann weißt du schon Bescheid, okay, alles klar. Das kann nicht gut gehen. Das kann auf gar keinen Fall gut gehen. Und das fand ich richtig bockstark. Was dann der Oberknaller war, also es gibt ein paar echt witzige Szenen, ein paar lustige Sachen, ein paar einfach cool gemachte Szenen. Aber insgesamt ein Film, der Laune macht, aber ein brutales Ende hat. Ein absolut brutales Ende. Und ich meine damit, dass man, wenn der Abspann läuft, man unbedingt im Kinosaal bleiben muss. Weil meistens was? So. Ja. Nur in diesem Falle, also ich stand wirklich schon dran, zu dem, ich saß dran und habe einfach nur, what the fuck? Ach, du Kacke. Und das ist wirklich, die Post-Credit-Scene ist unfassbar, erklärt dann auch ganz arg viel vom restlichen Film wieder. Finde ich jetzt so im Nachhinein auch, warum der so gemacht ist, wie er gemacht ist. Weil es dann weil es dann wirklich in das Gesamtbild passt. Ohne jetzt auch schon wieder zu viel zu verraten. Und ich kann nicht viel mehr sagen, außer dass er echt Spaß macht, dass er kurzweilig ist, weil er zackig rumgeht. Der erste Teil hatte vielleicht ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Witz und ein bisschen mehr Charme. Trotzdem, der zweite Teil braucht sich nicht verstecken, erzählt die Geschichte konsequent weiter und schlägt wunderschöne Brücken. Und das finde ich super, das war gut gemacht. Von den Special Effects brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das ist einfach richtig cool, wie
die Verwandlung von den einzelnen Symbionten immer ist. Und deswegen... ist ja jetzt noch Sony, ist ja jetzt Sony noch, oder? Gell? Sony, ja, genau. Sony mit Marvel. Ja. Also, ist nicht Marvel Studios, genau. Das ist ja Venom und Spider-Man, ne? Ja. Genau, die zwei. Hm. Ganze Spider-Man-Franchise gehört ja Sony. Sind die da eigentlich jetzt mit drin in dem Cinematic Universe? Ja, ne? Das passt ja soweit, ja. Ne? Da haben sie sich ja arrangiert, genau. Da haben sie sich arrangiert, ja. Ja, das muss ja passen wegen Spider-Man. Ja. Also ich mochte ja auf jeden Fall auch von dem ersten Teil, ich mochte diese Anarchie, die da drin steckt, dieses total verrückte, abgefahrene, dieses völlig, ja, das mochte ich sehr bei Venom. Also ich bin auch sehr dran interessiert, ich werde ihn auch irgendwie noch gucken, mal sehen, wie ich es schaffe. Hab schon geguckt, 18:40 läuft er morgen vor der Sneak, müsste ich schaffen, wenn er 90 Minuten geht, ist die Frage, wie viel Werbung kommt. Nicht viel. Guck einfach, wann die nächste Vorstellung ist. Das steht leider nicht drin, das steht nur drin, 18:40 wahrscheinlich. Ja, naja. Und Kate, wie fandst du es? Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Also ich muss sagen, er hatte, wie der Christian gesagt hat, ein gutes Tempo. Vielleicht sogar einen Tick zu schnell. Also in manchen Szenen hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr draus macht. Aber das sind Kleinigkeiten. Also er hat mich jetzt nicht so weggeflasht wie der erste Teil oder wie andere Filme aus diesem ganzen Marvel-Universum. Aber er passt sich ganz gut rein und ja, ein bisschen vorhersehbar war er natürlich auch aber jetzt nicht so schlimm, dass du sagst, ah, jetzt passiert das, ah, ja, war ja klar oder so. Sondern, ah, vielleicht könnte wahrscheinlich das kommen. Entweder kommt es oder es kommt halt nicht. Ja, ich fand den rundum eigentlich ganz charmant. Ich würde den, glaube ich, auch nochmal sehen. Was mich tatsächlich weggeflasht hat, war die Post-Credit-Scene. Die hat mich mit so viel Fragen zurückgelassen und so viel, ach du, holy fuck shit. Ich brauche mehr Infos zu dieser Post-Credit-Scene. Ich will den da draus entstandenen Erzählstrang haben. Jetzt sofort. So. Es wird groß. Es wird sehr groß. Guter Film. Müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis es dann weitergeht. Vielleicht wird er schon. Ja, würde ich mal abwarten. Ja. Bei Eternals oder so kommt er vielleicht schon was. Ich würde mal abwarten, ganz ehrlich. Mehr sage ich nicht. Mal schauen. Wenn ich es dann gesehen habe, können wir uns ja mal drüber austauschen. So lange müssen wir noch ein bisschen warten. Also punktemäßig, wie sieht das da bei euch aus? Venom 2, Venom 21, Let There Be Carnage. 7,5 8. von 10. Oh, sehr gut. Also, deutliche Empfehlung hier. Anschauen und genau, ach ja, ich habe auch noch einen Film geschaut, den wir als Rezensionsdisc bekommen haben. Es handelt sich um Stowaway. Deutscher Zusatztitel Blinder Passagier. Den hatte ich irgendwie gar nicht mehr im Sinn, diesen deutschen Zusatztitel, sonst hätte ich gesagt, ach, deswegen. Ist, wie ich jetzt auch dann erst im Nachhinein gelesen habe, ist der tatsächlich in den Bavaria Filmstudios gedreht worden, die ich auch schon mal besucht habe, die ja auch schon diverse so Science-Fiction-Filme dort verantwortlich waren für den Dreh. Und die Hauptdarsteller und DarstellerInnen sind Anna Kendrick, die kennt man aus zum Beispiel Pitch Perfect oder diversen anderen Filmen. Toni Collette spielt mit, die können wir Hereditary oder Knives Out, Sixth Sense. Daniel Day-Kim, den kenne ich hauptsächlich aus Lost oder aus der Serie Hawaii 5-0. Die vierte Rolle hat, wie heißt der, Shamir Anderson. Der hat bei Awake mitgespielt, bei Bruised zum Beispiel, die ich jetzt nicht gesehen habe, beide. Und wir sehen erstmal, Toni Collette ist die verantwortliche Person auf dieser Raummission, also die, ach, wie heißt der militärische Begriff da, die Chefin halt da auf diesem Raumschiff, Kapitän, jetzt habe ich es, also die Kapitänin auf diesem Raumschiff und die anderen zwei, Daniel Day-Kim und die Anna Kendrick, die sind so die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die da auch mitfliegen. Geplant ist eine Reise zum Mars, um dort mit die Ersten zu sein, die so die Sachen aufbauen und die haben auch so zum Beispiel Algen mit denen sie dann Sauerstoff generieren wollen und diverse Experimente machen wollen und ja, der Film lässt sich auch nicht sehr lange Zeit, sondern es geht sofort los, also der Film beginnt mit der startenden Rakete und die drei Personen sitzen da in dieser Rakete
und sind dann halt irgendwann im Weltraum, müssen andocken an die, an das eigentliche Raumschiff, was sie dann rüberbringen soll zum Mars. Und dann stellen sie auf einmal fest, ups, sie haben aus Versehen einen blinden Passagier an Bord, der hinter so einem Deckenpanel ist, und das ist so ein Mechaniker, der, den haben sie da irgendwie vergessen. Das, ich will das jetzt mal nicht hinterfragen, wie das passieren kann und so weiter. Ich habe das einfach in dem Moment auch akzeptiert, weil das war die ganze Zeit so eine bedrohliche Grundstimmung und man wusste jetzt nicht, ist da jetzt ein Alien an Bord oder was ist da? Das sind seltsame Geräusche und ja, da finden sie irgendwelche Bluttropfen am Boden und gucken dann mal hinter die Deckenpaneele und so. Und das war schon echt gut gemacht, diese Suspense. Und dann finden sie dann diesen blinden Passagier, der natürlich völlig am Ende ist, weil der hat natürlich dann den Start und alles nicht gerade im besten Umfeld erlebt. Und den müssen sie dann erstmal wieder fit machen und wiederbeleben und alles. Und ja, dann sind sie halt einer mehr an Bord, was natürlich dazu führt, dass gerade bei so einer langen Mission, die da geplant ist, gibt es natürlich auch, ja, bestimmte Sachen sind natürlich auch nur für eine bestimmte Anzahl Personen geplant, natürlich mit einer gewissen Sicherheit drin, noch mit einer Contingency und so weiter, aber gerade auch Sauerstoff und so weiter ist halt für eine bestimmte Anzahl Personen geplant. Dumm nur, wenn dann wirklich dieser CO2-Umwandler dann ausfällt auch noch und sie darauf angewiesen sind, dass die Algen, die sie eigentlich erst auf dem Mars züchten wollten, um CO2 in Sauerstoff umzuwandeln. Dumm nur, dass die Algen, das reicht halt nicht. Also ist eine Person zu viel. Und was wäre die naheliegendste Möglichkeit? Ja, ihr könnt es euch fast denken. Hä? Was willst du denn teilen? Den Sauerstoff teilen? Aufteilen? Ja, keine Ahnung. Nee, eine Person muss weg. Jetzt mal ganz. Ja, also früher hätte man den vom Bord geschmissen, na, aber das geht halt nicht so einfach bei einem Raumschiff. Und zumal die Anna Kendrick, die ist halt die Ärztin an Bord, die hat sich da auch, die hat da auch sowieso ethische Vorbehalte gegen sowas und wird auch ein bisschen deren Backstory erzählt, wie sie schon von Kind her immer sehr hilfsbereit war und so weiter. Und ja, in diesem Dilemma stecken die halt dann nun und wie macht man das und wie geht es dann überhaupt weiter und was kann man da noch machen? Gibt es natürlich dann auch Außeneinsätze, wo sie noch versuchen, von einem anderen Raumschiff dann die Sauerstofftanks zu bergen und so weiter. Das sieht auch alles echt gut aus. Also dafür, dass hier in Deutschland in Bavaria Filmstudios gedreht wurde, also das sah schon also dermaßen nach Hollywood aus und hat mir ganz gut gefallen. Also sonst kriegt man immer manchmal solche Rezensionsdisks, wo man denkt, okay, kein Wunder, dass ich davon vorher noch nie was gehört hatte. Hier ist es so, von dem Film hatte ich auch noch nichts gehört. Den soll es aber in den USA, der hatte der Netflix-Start, ein Streaming-Start am 22. April 2021, weil der natürlich eigentlich auch im Kino laufen sollte und dann kam halt die Pandemie und man hat ihn dann auf Netflix neu gestartet. In Deutschland sollte er einen Kinostart bekommen, was dann aber auch nicht geklappt hatte. Deswegen erscheint er jetzt am 11. November 2021 auf Datenträger, DVD, Blu-ray und so weiter. Und man kann es aber digital schon im Streaming kaufen oder ausleihen hier bei Amazon und diversen anderen Plattformen ab dem 25. Oktober. Und wer so Weltraum Geschichten mag, so Gravity, so wirklich so mit Außeneinsätzen, so ein bisschen Suspense, gruselig mit moralischen Fragen und so, da kann sich das ruhig mal anschauen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu schwer klingt, das Thema, es ist echt gut gemacht, gute Darsteller. Ich hatte ja schon bei uns im internen Chat, die Kate hat schon gesagt, oh, da sind gute Darsteller dabei, habe ich gesagt, oh, das muss nichts heißen. aber hier hat es gut gepasst, also ja, also mir hat es gefallen und in IMDb liegt er bei 5,6 von 10 von über 40.000 Leuten, die den bewertet haben. Ich liege da drüber, also mir hat er gefallen, ich gebe 6,5 von 10. Und ihr könnt ihn ja auch nochmal reinschauen, wenn ihr da möchtet. Habe ihn euch ja bereitgestellt. Und ansonsten, falls nicht, ihr da draußen, ne? Stowaway, blinder Passagier, einfach mal vormerken und nach Möglichkeit auf einem möglichst großen Fernseher gucken, weil die Weltraumszenen, die kommen da immer gut. Okay, jetzt schauen wir mal, ob hier was Cooles im Kino in den Charts ist oder was Cooles neu startet, was man da auf der riesigen Leinwand gucken kann. Kinocharts und Neustarts. So, jetzt sind meine Ohren auch freigeputzt hier, das war sehr laut gerade. Was? Und hast du was gesagt? Platz 5
in Stuttgart in den Innenstadtkinos ist. Boss Baby, Schluss mit Kindergarten. Ich glaube, das wird sich noch länger halten in den Charts, denke ich mal, weil Boss Baby gibt es ja jetzt mittlerweile auch sogar eine Serie im Fernsehen, die sehr erfolgreich ist, Disney Channel und so. Hurra! Platz 4, ein Film, den ich, glaube ich, immer noch gerne im Kino sehen würde. Ich weiß nur nicht, wann ich das irgendwie unterbringe. Dune. Ja, würde ich auch gern sehen. Genauso wie den nächsten Venom, Let There Be Carnage. Ich weiß nicht, worum es da geht, aber nee. Also kann man mal zurückspulen. Ja, genau, könnt ihr euch mal anhören. Und ja. Auf Platz 2, der neue Harry Potter Film, Die Schule der magischen Tiere. Genau. Aha. Fantastische Tierwesen in der Schule. Und Platz 1 immer noch. Das wundert mich echt noch ein bisschen. Aber der ist halt gut. Der ist echt gut. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den nochmal angucke. Keine Zeit zu sterben, der neue James Bond Film. Und ey, der läuft hier wirklich in sehr, sehr vielen Vorstellungen. Hier sehe ich gerade in Innenstadtkinos und so wie ich es gehört habe, auch in anderen Kinos deutschlandweit sind teilweise manchen läuft er so mit einer Stunde Versatz in diversen Kinos, sodass du halt immer, wenn du Bock hast, James Bond zu gucken, kannst du hingehen, musst nur ein paar Minuten warten, bis der anfängt und kannst reingehen. Ne? Also ist Wahnsinnserfolg. Aber wunderbar. Und Neustarts, ja. Da steht hier bei Kino.de steht Eternals drin, bei Filmstarts steht es nicht drin. Was stimmt denn nun? Läuft das diese Woche an oder nicht? Weiß man nicht. Neue Marvel-Film. Vielleicht läuft er auch wieder irgendwie vielleicht danach an. Also. Ja, vielleicht ist es eine Preview oder sowas diese Woche oder so. Ja, also eigentlich ab 3. November. Also eigentlich. Ja, es sind wahrscheinlich ja Previews dann. Ja. Genau. Aber wir erwähnen es mal jetzt mit. Steht hier einmal drin. Und. Ja, was halten wir davon? Was, ich habe jetzt nämlich auch mit Kollegen gesprochen, die haben gesagt, wir wissen nicht, was wir von Eternals halten sollen, weil auch in Bezug auf Avengers Endgame, ja, wenn es da wirklich so solche Eternals gibt, die so eine Macht haben, warum haben die nicht Sachen verhindert oder sowas? Ja, das ist die große Frage. Und das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen Angst habe, dass das Ganze vielleicht ein bisschen kippt noch. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Zaubertrick, weißt du, so, ja, ihr habt jetzt gedacht, das wäre so, aber Moment mal, und dann greifen sie in den Zylinder rein und holen da so ein Kaninchen raus, das heißt Eternals, guck mal, wie wir hier noch haben, die kennt ihr alle noch gar nicht, ha, jetzt habt ihr die letzten 10 Jahre gedacht, ihr wisst alles, und ja, das müssen, aber ich habe da Vertrauen, dass sie es gut machen, und sollten wir vielleicht mal wieder einen Kinotermin machen. Ja, Contra läuft auch an. Remake-Komödie die brillante Mademoiselle Nyla um einen Juraprofessor, der eine Studentin coachen muss, um sich selbst zu rehabilitieren. Das spielt mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk. Der Trailer hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche berichtet, als ich James Bond erzählt habe. Der Trailer sieht echt gut aus. Also den hätte ich gerne in der Sneak gesehen. Ich glaube, wäre ein super Sneak-Film geworden. Und weil ich weiß nicht, ob der sich gegen diese Konkurrenz von ja, James Bond, Eternals, Venom und so weiter, ob der sich da behaupten kann. Aber in der Sneak wäre da echt gut gekommen. Endless, übernatürlicher Horrorfilm von Jesse Plemons. Das ist doch der aus Fargo, ne, der Typ, oder? Der. Und Kerry Russell über einen kleinen Jungen und den überlieferten Wendigo-Mythos. Ah, den kennt man ja. Von Scott Cooper. Hä? Von Scott Cooper? Ach, mit Jesse Plemons. Ja, genau. Okay. Von Scott Cooper. Dann läuft noch an Ron läuft schief. Animationsfilm über die Freundschaft eines schüchternen Jungen mit einem defekten Roboter, der sein bester Freund werden soll. Habt ihr da den Trailer schon gesehen? Nein. Nee. Das wirkt so ein bisschen wie Baywatch. Hier Baywatch. Nee, wie heißt der? Baymax. 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 Robo war Baywatch. Wie heißt der im Deutschen? Totales Robo war Boho. Aber halt in klein. Aber halt irgendwie mit einem kleinen Roboter, der macht halt auch irgendwie Quatsch oder so. Sah aber jetzt sehr schön aus. Ich stell mir Baymax gerade mit roter Badehose vor. Und dem Schwimmding nicht vergessen, der Rettungsboje. Genau, die Rettungsboje. Oh, danke, Erik. Oh. Du hast jetzt gerade kaputt gemacht. Ist ja ein Disney-Film, also ich denke mal, der wird schon ganz gut laufen. Das ist ein Disney-Film. Bestimmt, und ja. Der hier, wenn man Disney Channel läuft, bei uns halt relativ häufig im Fernsehen. Da kommt doch öfters mal die Werbung dafür, für den Film. Und der sieht echt ganz nett aus. Okay.
Ja, gut, aha. Disney, dann ist er auf jeden Fall mit sehr viel Hingabe gemacht. Hm. Das alles nicht online, online ja, wahrscheinlich. Dann. Dear Evan Hansen, Musical Drama. Evan Hansen, Entschuldigung. Evan Hansen. Dann online für Anfänger, den hast du gesehen, ne? In der Sneak. Ja, der lief in der Sneak. Ich ganz, auch. Ganz, ganz großartig. Furchtbar. Seitenwechsel, eine Netflix-Verfilmung, die sie wahrscheinlich ins Kino bringen, damit sie im Oscar-Rennen mitmachen können. Nach einer gleichnamigen Buchvorlage aus den 20er Jahren mit Tessa Thompson und Ruth Negger in den Hauptrollen. Weiß ich nicht, worum es da geht. Vielleicht, dass eine Weiße mit einer Schwarzen irgendwie die Seiten tauscht. Sieht so aus vom Poster her. Aber ja. Und der nächste, der würde mich tatsächlich interessieren. Der, Blackbox, gefährliche Wahrheit. Französischer Thriller um einen Blackbox-Spezialisten, der meint, einer Verschwörung auf der Spur zu sein. Da habe ich durch Zufall mal den Trailer geschaut, als ich irgendeinen anderen französischen Film, den wir in der Sneak hatten, den Trailer geschaut habe. Dann war der zu Ende und dann kam der und war ich echt angetan von dem Film. Also wird er wahrscheinlich auch, wird es nicht ins Kino schaffen, jetzt bei der Saalbelegung aktuell mit den ganzen Top-Filmen und so, aber den wollte ich mir mal auf jeden Fall irgendwie vormerken. Okay, das ist eine Doku, dann ein Cop-Movie über eine Polizei in Mexiko, der mit den Grenzen zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm spielt, okay, das wird wahrscheinlich nicht. Borger, ja, mit Christiane Paul, preisgekröntes deutsches Drama über einen ghanaischen Mann, der in Deutschland auf das große Geld hofft, doch bitter enttäuscht wird. Und eine Wiederaufführung gibt es im Kino. In dieser Reihe, die ich letzte Woche erwähnt hatte, hier die besten, nicht die besten Filme aller Zeiten, aber ihr wisst, was ich meine, irgendwie Filmperlen oder sowas. The Outsiders nämlich von Francis Ford Coppola. Und wenn alles klappt, ich will es nicht beschreien, werden wir, die erscheinen nämlich auch alle nochmal neu, in neuer Abtastung auf Blu-ray mit viel, viel Zusatzmaterial. Da werden wir Blu-rays bekommen zum Verlosen und auch zur Rezension für uns, damit wir es nochmal gucken können. Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, die Outsiders. War ja damals irgendwie Matt Dillon und Ralph Macchio, den man kennt hier aus Karate Kid und Patrick Swayze und so weiter. Und es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Freue ich mich tatsächlich, den auch nochmal zu sehen. Dann sind wir durch hier mit den Neustarts, wenn ich das so richtig sehe, und werden uns doch mal in den Bereich der Serien begeben. Serien. Möchtet ihr zuerst über das Only Murders in This Building Finale erzählen, was ich noch nicht gesehen habe, oder? Oh, wenn du es noch nicht gesehen hast, das sollte vielleicht okay. Dann möchte ich an der Stelle nur sagen, guck es dir an. Es ist eine unglaublich schöne, charmante Serie weiterhin. Ja. Und die einen sehr tollen Doppelfolge, ne? Ja, okay. Der Serienabschluss ist eine Doppelfolge. Wuhu. Muss ich noch echt noch schauen, ja. Das, Shame. Ja, habe ich noch nicht geschafft, denn ich habe eine andere Serie geschaut, die gerade ziemlich gehypt wird. Ist die Serie Blackout nach dem Buch, glaube ich, von Mark Ellsberg oder so. Und es geht darum, wie der Name schon sagt, es gibt einen weltweiten Blackout. Also zumindest in der Serie sieht man halt Europa, aber am Anfang passiert halt der Blackout erstmal so, dass die Leute natürlich nicht wissen, was ist jetzt betroffen. Also jeder denkt nur, oh, in meiner Wohnung oder meiner Stadt ist gerade kein Strom da. Und Moritz Bleibtreu spielt hier die Hauptrolle, der sich da so ein bisschen, den wir so ein bisschen verfolgen, weil er stellt dann relativ schnell fest, woran das liegen könnte. Das will ich jetzt mal nicht verraten. Und begibt sich dann auch zu dem Stromversorger hin, muss dann eine ganze Strecke überwinden, um da hinzufahren. Und weil er natürlich da diese Kenntnisse hat und da den Tipp hat, woran es liegen könnte, denken sie natürlich erstmal, er hat irgendwas damit zu tun. Und wir sehen auch noch die ganzen Entwicklungen der ganzen Behörden, wie die versuchen darauf zu reagieren, wie teilweise völlig panisch oder versucht wird mit irgendwelchen, ich nenne es mal politischen Geplänkel und Kalkül und wir spielen mal auf Zeit, vielleicht wird alles wieder gut und da brauchen wir jetzt nichts machen, was unsere Regierung vielleicht anhängt und so weiter. Was da alles noch mit reinspielt, finde ich eigentlich echt gut gemacht und auch gut dargestellt. Ich hatte das Hörbuch, glaube ich, mal gehabt und hat mich jetzt nicht so gerissen. Ich habe es auch nicht zu Ende gehört und das war mir alles so, wir arbeiten ja in der Firma auch sehr stark in dem Bereich, dass wir gucken, dass hier die Sachen, die wir so bauen, dass die alle wirklich top redundant versorgt sind und so weiter. Deswegen kannte ich da so viele Sachen, so die Sollbruchstellen, die es dann gibt, die man aber vermeiden kann und
viele Sachen, die gezeigt werden oder so, sind eigentlich auch völlig Banane, weil das kann in der Form so nicht passieren. Und da ist so ein bisschen Facepalm, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Sachen. Auch gerade so die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Systemen ist natürlich sehr plakativ und sehr, ich sag mal, in Anführungszeichen verschwörungstheoretisch dargestellt hier im Film, in der Serie. Aber es ist echt unterhaltsam und spannend gemacht und man kann da, ich glaube, jede Woche kommt eine Folge. Es gibt jetzt 3 Folgen. Ich habe die ersten 2 geschaut, die dritte muss ich noch gucken. Und nachdem ich erstmal nur so ein bisschen reingeguckt hatte, um mal zu sehen, ist es so wie das Buch, dass es mir nicht so gefällt, aber nee, es ist echt ganz cool gemacht für so eine europäische Produktion. Schöne Aufnahmen und ja, die Darsteller gefallen mir auch ganz gut und kann man durchaus mal reinschauen. Und ich habe ja auch gesehen hier der Kai und so und der Fabi, die haben da auch schon reingeguckt, die fanden es eigentlich auch ganz gut, die sind da auch dabei. Habt ihr da schon mal reingeschaut oder ist nichts für euch? Nein, nee, noch nicht, aber ich habe es mir... Nee. Ich habe es mir gerade auf die Seite gelegt, dass ich reinschaue, weil wir haben ja das Join-Abo. Ja. Genau, also Blackout. Wir werden auch jetzt nicht in der nächsten Aufnahme Fortsetzung folgt, oder vielleicht doch schon. Ja, ich glaube, da ist eine Serie rausgefallen, eine andere, und dann nehmen wir die, ziehen wir die vor. Werden wir da auch drüber sprechen, intensiver. Mal gucken, was die anderen meinen. Und vielleicht hat ja die Kate, ich hab da so ein Gefühl, dass die Kate schon nächste Woche die komplette Staffel geguckt hat, wenn wir drüber reden. So, es gibt doch nur 3 Folgen. Die saugt dann immer die Serien komplett weg. Gibt nur 3 Folgen oder ist dann zu Ende? Oder meinst du, es gibt nur 3 Folgen verfügbar? Wie viele sind das insgesamt? Bei Blackout gibt es nur 3 verfügen. Verfügbar, ja, genau. Ja, da kommt jede Woche eine neue. Wie viele sind das eigentlich dann insgesamt? Ja. Weiß man nicht. Ah, mal schauen. Aber ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, wenn ihr das guckt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst euch nicht zu viel Angst machen. Verfallt da nicht in irgendwelche Verschwörungsmythen und versucht jetzt hier da alles, was da im Film so an moderner Technik gezeigt wird, ja nicht zu Hause einzusetzen, damit da ja nicht sowas passiert, sondern ist alles nicht ganz so schlimm, wie es gezeigt wird. Okay. Wollt ihr da eigentlich jetzt zu Only Murders noch was sagen oder erstmal nicht? Oder? Nein, wir machen angucken. Ja, ich guck's ja. Ich sag nur angucken. Mach ich ja. Und zwar an alle, die das hören und es noch nicht geguckt haben. Mach ich. Sehr, sehr tolle Serie. Definitiv. Macht wirklich Spaß. Hat so eine angenehme Stimmung, so eine Feel-Good-Stimmung auch und sowas. Finde ich sehr schön. Ne? Echt cool gemacht. Dann sind wir ja hier mal so weit durch. Ja, Games steht auch schon lange nichts mehr drin. Dann machen wir weiter mit der Rätselecke. Rätselecke. So, ich lehne mich jetzt hier mal schön zurück. Nee, brauchst du gar nicht zurücklehnen. Du kannst dich damit nach vorne lehnen und den Trailer abspielen für Goods oder Glomp. Ach so, okay. Goods oder Glomp. Wir spielen heute mal wieder Goods oder Glomp. Herzlich willkommen an die beiden Kandidatinnen. An die beiden Kandidatinnen und Kandidatinnen. An die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Und hallo. Hallo, Erik. Schönen guten Tag. Ja, hallo, hallo. Wir spielen wieder das beliebte Rätselspiel Goods oder Glomp. Das heißt, ich stelle 3 Fragen, die ihr abwechselnd beantworten müsst mit Ja oder Nein oder stimmt nicht. Und dann schauen wir mal, ob es noch eine Schätzfrage geben muss oder nicht. Seid ihr beide denn bereit? Ja, so bereit, wie man sein kann. Ne? Das hängt jetzt mehr oder weniger ab, wie man in das Rätsel reinkommt mit der ersten Frage. Jetzt bin ich sehr... Kannst du das diesmal, hast du aus einem Universum diesmal Fragen oder querbeet? Nein, ich habe tatsächlich wieder Fragen zu diesem Podcast. Ach du meine Güte, zu unserem Podcast. Kenne ich mich nicht aus. Ja, zu unserem Podcast hier mit lauter Themen, Harry lauter Potter. Sachen. 688. 42. Aktuelle Folgennummer. 42. Kleiner Insider. Ah, okay. Frage Nummer 1 und ich möchte bitten, dass Kate als erstes antwortet. Oh je. Clint Eastwood. Alt. Den haben wir ja schon. Alt, ja. Haben wir ja schon mitbekommen, dass er heute hier im Programm war. Clint Eastwood war Schwimmlehrer in der US Army. Richtig oder falsch? Gut oder klump? Ich trau dem alles zu. Was hat das mit dem Podcast zu tun? Ja. Verstehe ich nicht. Ach so, mit dieser Sendung zu tun. Ach so, ich dachte jetzt insgesamt, fragst du jetzt, in welcher Folge hatten wir Clint Eastwood zum letzten Mal?
Okay. Also du sagst ja? Ja. Schwimmlehrende US Army, sag ich nein. Damit steht es 1-0 für Kate. Ah, okay. War Schwimmlehrende US Army. Bei, ja, tatsächlich, bei den Marines? Swimming Instructor. Nee, bei der Army. Wahrscheinlich. Dann kommen wir zur zweiten Frage, wo jetzt der Erik als Erster antworten muss. Und zwar Tom Hardy, den hatten wir heute auch schon im Programm hier mit Venom. Tom Hardys kleiner Finger an der rechten Hand ist seit einem Unfall in der Küche dauerhaft angelegt. Richtig oder falsch? Dauerhaft angelegt? Nee, ist falsch. Was heißt denn angelegt? Ja, der kann er nicht mehr abspreizen. Wäre das so, oder? Ja, oder halt so runtergeklappt oder sowas. Weil, ja, da sage ich falsch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich sage das Konträre zum Erik. Ich sage, dass es richtig ist. Und damit steht es 2-0 für Kate. Oh, gibt's doch nicht. Was passiert da? Was passiert da für ein Unfall in der Küche, wo man Finger angelegt? Entweder das ab oder nicht ab. Nein, mit dem Messer. Mit dem Messer sind die wahrscheinlich Nerven verletzt. So. Und ich habe mich gestern bei einem Film, ist es mir extrem aufgefallen, ich habe das heute nochmal verifiziert. Echt? Das ist tatsächlich so. Ja. Cannot make unseen, ja? Oder wer ist das so schön? Ja, wenn du das mal gesehen hast. So, damit haben wir eigentlich schon eine Gewinnerin, weil Erik schafft es tatsächlich nicht mehr, das aufzuholen. Es steht schon 2-0 nach zwei Fragen. Ein unglaublich abrasiert, wie Kate hier den Erik hat. Richtig, richtig runterrasiert. Bam, bam, bam. Unfassbar. Soll ich die dritte Frage trotzdem stellen? Ja. Außer Konkurrenz. Du brennst ja förmlich. Das ist nicht. Ich brenne da nicht für. Ich heb mir die auch gerne auf. Es passt auch noch nächste Woche. Würde sogar fast besser noch nächste Woche passen. Bis nächste Woche gar nicht dran. Okay, dritte Frage. Selena Gomez, die hätten wir heute jetzt auch gehabt. So, now we are talking. Die hätten wir, wie gesagt, eigentlich auch gehabt, wenn Erik die Serie Only Murders in this Building geschaut hätte. Selena Gomez war an Lupus erkrankt, richtig oder falsch? Ja, richtig. Die berühmte Krankheit von Dings hier, ne? Hier von Dr. House. Dr. House. Ja, aber das ist tatsächlich wahr. Ich glaube, die hatte mal irgendwie eine Nierentransplantation oder so, deswegen glaube ich, ne? Das sieht man, sieht man manchmal noch den Narbe. Zum Beispiel bei, wie heißt dieser Film, den wir in der Sneak hatten, dieser, wo die ganze Zeit im Bikini nur rumgelaufen sind, da sieht man, glaube ich, die Narbe ein bisschen. Okay. Ja, kann sein. Okay, ja, cool. Aber das ist auch eine Schätzfrage wäre gewesen. Spring Breakers hieß der Film. Ja, Schätzfrage wäre gewesen, ich hätte gerne von euch gewusst, die Minutenanzahl von Avengers Endgame. Boah, keine Ahnung. 238. 4 Stunden. Okay, 238, was sagt ihr? 121. War da irgendwie 3 Stunden ungefähr, ne? Aber. Ja, keine Ahnung. Dann ist Kate 180, doch. 181 Minuten sind Genau. Aber ich Kate hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Kate. Sehr Und gut. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Gut, ich finde es total faszinierend. Ich finde es total faszinierend. Ich google gerade Tom Hardy Finger in der Bildersuche. Und das sieht man halt ständig, aber niemandem fällt es auf. Das ist, wenn der Echt? Auch, wenn der gestikuliert, ja, alle Finger sind ausgestreckt, nur der Kleine nicht. Das ist voll krass. Ah, okay. Voll, voll krass. Ach, der ist quasi immer eingeknickt, quasi nach innen. Ja. Okay. Der kann ihn nicht ausstrecken. Ja, dann hat er vielleicht auch so ein, ich hatte ja mal einen Fahrradunfall und dann haben sie mir den Finger nicht geschient, weil sie gesagt haben, wenn sie den schienen, dann bleibt er so, wie er ist. Weil der muss bewegt werden. Vielleicht. Ja, vielleicht haben sie da auch irgendwas falsch gemacht. Ein ärztlicher Kunstfehler vielleicht. Ja. Na, wer weiß. Naja, sehr gut. Also ist Kate nächste Woche dran. Oje. Merkt ihr das? Das ist nicht wieder Last Minute hier. Doch, dann ziehe ich wieder meine Harry Potter Karten raus. Oh mein Gott. Oh ja, da freuen wir uns jetzt schon total richtig megamäßig drauf. Oh mein Gott. Nein, ich habe schon festgestellt, es ist viel zu frustrierend, euch mit Harry Potter-Fragen zu nerven, weil ihr antwortet eh nicht. Ich glaube es auch für die Hörerinnen und Hörer, selbst die Harry Potter-Fans sind, frustrierend, das zu hören, wie wir hier failen. Übel. Ja. Nee, ich werde schon was anderes finden. Ich habe schon Ideen. Das klingt gut. Was auch gut klingt, sind unsere Musiktipps, die jetzt kommen. Musik. Okay, schieß los. Ich nehme aus dem Soundtrack von Venom Eminem mit Venom.
Okay, packen wir drauf auf Kinocast Songs. Ich glaube, aus dem ersten Venom ist der, ne? Keine Ahnung, aber er heißt Venom. Ich mag den Song, Eminem ist immer gut. Ich hab einen Song mit absolutem Ohrwurm-Charakter. Von Hans-Arno Simon, gib mir den Wodka, Anuschka. Muss ich mal reinhören. Kenne ich jetzt noch nicht, aber der Text, der ist ja schon mal vielversprechend. Ja. Von mir gibt's Apoctima Berserk mit Spin Dizzy und wir bewegen uns dann mal in die sonstiges Rubrik, für die ich keinen Trenner habe. Zum einen Kommentare. Wir hatten einen sehr lieben Kommentar bekommen, den ich auch hier bei uns mal geteilt hatte, von dem Bacha auf Instagram. Ich werde jetzt mal erwähnen. Also Oh Gott. Der Name auf Instagram ist @the_one_and_only_bacha, also B-A-H-A. The one and only. Ja, ist natürlich ein etwas kryptischer, aber ja, er hat uns nämlich geschrieben, dass er uns sehr gerne hört und auch durch den Podcast wieder Lust bekommen hat, in die Sneak Preview zu gehen. Und er geht aber hier gar nicht bei uns, sondern er geht in Bremen in die Sneak Preview, wo es eigentlich auch eine ganz tolle geben soll. Er hatte auch zum Beispiel... Bremen ist doch dieser Vorort von Hamburg. Er hatte zum Beispiel auch diesen... Ja, mach dich nur beliebt bei unseren Hörern, die uns lieb kommentieren, ja. Er geht immer in das Cinemax und dort hat er leider auch den Titan erwischt. Den schrecklichen. Oh nein. Er fand ihn aber auch schrecklich, also für ihn ist er nicht einer von den guten Filmen. Und ja, vielen Dank auch für den lieben Kommentar. Also ihr könnt auch Instagram nutzen, Kommentare zu schreiben. Ist allerdings immer ein bisschen, ich weiß nicht, wer Instagram kennt, hier dieses, wenn dann jemand schreibt, den man noch nicht kennt, dann landet das hier so an der Seite in so einem anderen Folder. Das ist immer ein bisschen schwierig dann, weil da ist auch viel Spam drin, da muss ich immer gucken. Und ja, könnte es sein, dass was untergeht. Also am besten auf kinocast.net gehen und da einfach einen Kommentar da lassen. Dann wird es auf jeden Fall ja gesehen, es ist sehr sichtbar für alle. Oh, bei Spam. Ich muss sagen, Entschuldigung, wenn ich das reinwerfe, ich muss jedes Mal an Monty Python jetzt denken. Bei Spam. Ja. Mein Gott, Spam, 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 with Spam and Spam. Gab's ja auch mal eine Zeit lang, konntest du dir dieses Sample runterladen, ne? Wenn Outlook was wegsortiert hat in Spam-Folder, kam das dann. So gut. Entschuldigung, ja, weitermachen. Genau, ich möchte auch mal hinweisen noch auf den Instagram-Feed von den Innenstadtkinos, @innenstadt.kinos, also auch nicht gerade der einfachste Name, aber gut. Die haben zum Beispiel, die machen neben so Film-News, die so gibt, so Trailern, die sie veröffentlichen, die immer ganz cool sind, auch so Stories aus den Innenstadtkinos, könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr nicht hier aus der Region kommt. Abonnieren. Ja, ja. Vielleicht tritt da bald jemand auf, den ihr kennt. Ist das so? Okay. Ja. Die hatten jetzt zum Beispiel ein paar Tage vorher ein Posting gehabt. Mit welchen drei Filmcharakteren würdest du einen Roadtrip machen? Fand ich sehr cool. Habe ich auch mal mich mit beteiligt und immer mal so nette Geschichten. Fällt euch spontan was ein oder? Napoleon Dynamite. Also was mit fiktiven Charakteren? Ja, würdest du gerne mal einen Roadtrip machen? Ich lese mal vor, was ich da geschrieben habe drunter. Ich habe geschrieben, ich würde gerne mit Matt Damon aus Le Mans als Fahrer haben für den Roadtrip. Weil ich glaube, der kriegt das ganz gut hin und da hat man Vertrauen, dass der da auch, wenn das Auto mal, wenn schwierige Konditionen sind, man kennt das ja aus Need for Speed. Moment. Hm? Also würdest du wirklich Matt Damon da nehmen? Ja, weil mit dem könnte ich mich auch zum Beispiel über den Marsianer unterhalten, über den Film, den ich sehr cool finde. Und ich will ihn ja nur als Fahrer haben, weil der sehr geschult ist in dem, weißt du, der ist halt... Ja, okay. Genau, und du kennst doch bestimmt auch Need for Speed The Run, wo man einmal durch USA, durch die verschiedenen Klimazonen und die Untergründe und so weiter, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man einen sehr erfahrenen Fahrer hat, ne? Also wenn da nicht gerade, was weiß ich, Jack Black der Fahrer ist, ja, oder so, keine Ahnung. Also, als zweite Person hätte ich gern Will Ferrell, einfach aus jedem Film, also den hätte ich einfach so mit dabei, um mit dem die ganze Zeit zu quatschen und Käse zu machen. Und als dritte Person hätte ich gern Harrison Ford als Indiana Jones dabei. Ich glaube, der hat ein paar ganz gute Ideen, wo man interessante Sachen sehen kann oder ausgraben kann oder sowas. Das waren so meine Sachen. Harrison Ford ist, glaube ich, der letzte, den ich dabei haben möchte, weil der noch die ganze Zeit nur dran ist. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber mit dem könnte ich auch zum Beispiel über Blade Runner reden oder so, was auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört und so. Das sind so mal so ein bisschen meine Hintergedanken an der ganzen Geschichte, ja. Und, du bist ich glaub, ja ein Fuchs. Ja.
Genau. Also spontan würde mir nur eine Person einfallen. Harry Potter, ja. Und aber sonst noch? Nee. Also, ja gut, wenn ich, klar, Emma Watson würde ich natürlich auch nehmen. Aber tatsächlich obwohl würde ich Emma gern, Watson. Also wenn ich auch mal wirklich gerne kennenlernen würde, wenn ich mega gerne mal kennenlernen würde, ist Kristen Bell. Ah ja, okay. Als ihre Rolle von Veronica Mars. Ich glaube, ja, ich wäre mit der gut schlecht, befreundet ja. gewesen. Auch nicht schlecht, ja. Ja, und Emma Watson natürlich, klar. Wer soll das Auto fahren bei dir? Ich. Nee, du sollst ja mit drei Leuten, also einer fährt. Ach so. Naja, aber... Ich, bei mir oh, war das ja, auf jeden Matthew Fall Morgan Gray Gabler. Sein. Wer? Matthew Gray Gabler. Wer ist das? Der Schauspieler, der Dr. Spencer Reed spielt in Criminal Minds. Ah, okay. Ja. Also bei mir war der so Fahrer cool. Auf jeden Fall Morgan Freeman. Oder hier, oder ganz aktuell Clint Eastwood. Weil der schleicht dann so, weißt du, mit so einer 30 da über den Highway. Ja, da bist du nächste Weile unterwegs. Genau. Da bist du sicher eine Weile unterwegs und ja. kannst ganz viel machen. Und Jack Black wäre auch, glaube ich, auch dabei dann. Ja, Jack Black wäre ja, auch okay. nicht schlecht, ja, genau. Also, ich glaube, wir brauchen einen Bus. At Innenstadt.kinos, vielleicht auch der Typ hier von Scooby-Doo oder so, die haben so einen Bus. At Innenstadt.kinos könnt ihr gerne mitmachen bei solchen Geschichten und folgt da mal, vielleicht seht ihr jemand Bekanntes dann. Und ja, dann sind wir eigentlich durch für heute soweit und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Hörerinnen, sehr gerne. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche dann, tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, ciao, ciao. Was macht ein Reh, wenn es Probleme mit seinem Fell hat? Es geht in die Rehhaarklinik. Ta. Schenkelklopfer. Diese Schmerzen, Erik. Diese Schmerzen. Ah, ja. Autschi, Bautschi, hey. Aber gut. Wie war das? Kommt ein Mann in den Blumenladen und fragt, wo sind denn die ganzen Roses? Nee, der Rocker, wo in die Blumenladen kommt, fragt, wo sind ja. die ganzen Roses? Wo sind denn die ganzen Roses? Kommt ein Mann in den Blumenladen. Oh, sagt die Verkäuferin, ja, die Sprache der Blumen. Schenken Sie ihr Rosen, dann will sie kosen. Da sagt der Mann, gut, dann geben Sie mir einen Strauß Wicken. Oh Gott, Gott sei Dank sind wir nicht mehr in der Aufnahme. Es läuft noch. Ja, hervorragend. Bis bald im Kinocast.